hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch, dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Ach, mein Dummerchen, was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es, ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Beim Namen des Schöpfers! Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammere auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Dann statt dich großzuziehen, durchzufüttern, und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht! Und jetzt genug des Geredes! Ich will endlich essen! Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk! Bring es mir! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen.
4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war die Nara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige Erleuchtung der Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Resolut wie immer. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt? Hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Wir reden hier von 500 Groschen. Selbst wenn wir da drüben Arbeit finden, werden wir das Geld vor allem erstmal für uns brauchen. Mach dir keine Illusion. Was wir hier tun, ist Diebstahl, nichts anderes. Leider. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Kilee, das war es, richtig. Sie ist damals dem Bürgerkrieg entflohen. Irgendwie zynisch, oder? Manche Schicksale scheinen Eltern an ihre Kinder weiterzugeben.
Ja. Ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache... Moment. Hörst du das? Verflixt noch eins. Da ist wer. Die Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Na bitte. Hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartyern. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Da ist der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, ich unten, alles klar? Alles klar. Oh Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los!